Nachdem ich die ostafrikanische Hitze auf Sansibar hinter mir gelassen habe, bin ich auf der nordöstlichsten der 7 großen Kanareninseln gelandet, Lanzarote. Jetzt heißt es Viva España! Lanzarote wird die Vulkaninsel genannt. Zu Recht. 3/4 der Insel sind mit Lava bedeckt. Also erwarten mich hier im Vergleich zu den tropischen Stränden Sansibars bestimmt viele Feuerberge und wilde und rustikale Landschaften. Nach einigen Tagen auf Lanzarote erfahre ich von einer Insel nördlich von Lanzarote, La Graciosa, übersetzt die Lustige, und die kleinste bewohnte Insel der Kanaren. La Graciosa ist von der nördlichsten Stadt Lanzarotes, Orsola, mit der Fähre für 20 Euro hin und zurück in ungefähr 20 bis 30 Minuten zu erreichen. Außer 4 Vulkanpegel, von denen ich natürlich einen besteigen will, soll es auf La Graciosa außerdem den schönsten Strand der Kanarischen Inseln geben, den Playa de las Conchas, den Strand der Muscheln. Ich bin gespannt. So, das Gute ist, man kriegt hier auf La Graciosa direkt eine Karte, die ist sogar auf Deutsch. Und die soll einem wohl helfen, sich ein bisschen auf der Insel zurechtzufinden, falls man jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad losfährt. Daher, ich denke, ich bin jetzt gut gewappnet und nehme mir jetzt mal ein Fahrrad. Es gibt 4 vulkanische Einheiten. Einmal Montaña del Mojón, La Aguja Grande, La Aguja Pequeña und Montaña Bermeja. Montaña Bermeja soll die wohl touristisch am stärksten besuchte sein, aber die schönste soll Montaña del Mojón sein. Also es ist ein Vulkanpegel, der wirklich einen schönen Krater haben soll, der noch relativ gut erhalten ist. Die anderen sind nämlich relativ zerstört von den letzten Ausbrüchen. Also schnappe ich mir mein Fahrrad und mache mich auf den Weg. Der sich gar nicht als so unanstrengend erweist. Auf den Mojón, also auf die Montaña del Mojón, ist es relativ, ja, nicht so steil, aber man fährt ihn halt durch den Sand bergauf und dafür habe ich in letzter Zeit zu wenig Sport getrieben. Irgendwann gebe ich das Radeln auf und mache mich zu Fuß weiter auf den Weg Richtung Krater. Ja, um hier hochzukommen, muss man, ouch. Nee, passt schon. Ouch. Das kommt davon, wenn man eine Kamera in der Hand hält. Alles gut, nichts passiert. Ich habe es jetzt geschafft. Ich bin den Berg hochgeklettert und stehe jetzt hier vor dem Krater. Wirklich super Aussicht und ich bin echt stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, diesen blöden Berg hochzulaufen. Es war gar nicht so einfach. Ich bin mehrmals gefallen. Aber jetzt stehe ich hier und habe eine super Aussicht. Also nicht nur auf den Vulkan, sondern auch auf das Meer und auf die auf die kleine Hafenstadt da vorne. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hinzukommen. Also der Ausblick ist atemberaubend und ich genieße jetzt erstmal ein bisschen und klettern dann wieder runter. Auch wenn die Aussicht wirklich malerisch war, hätte ich mir vom Krater selbst ein bisschen mehr Action in Richtung Feuer und Lava erwartet. Irgendwie wenig spektakulär. Hoffentlich wird aber mein nächstes Ziel, der Playa de las Conchas, der angeblich schönste Strand der Kanaren, meinen Erwartungen gerecht. Und so begebe ich mich gemeinsam mit meiner Beach-Inspector-Kollegin Barbara mit einem der wenigen Jeep-Taxis der Insel über Stock und Stein zu dem besagten Strand. Der 500 Meter lange und etwa 100 Meter breite Sandstrand liegt im Norden der Insel. Und obwohl wir die ganze Insel durchqueren müssen, um hinzugelangen, brauchen wir nur ungefähr 15 Minuten, um das unberührte Stück Natur mit dem imposanten Vulkanpegel Montaña Bermeja im Hintergrund zu erreichen. Was für ein geiler Strand, Leute. Wunderschön, wie aus dem Bilderbuch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier auf dieser unscheinbaren Insel ein so atemberaubendes Stück Natur sehe. Menschenleer und komplett unberührt. Am liebsten will ich gar nicht mehr weg.
In meinem nächsten Blogpost seht ihr dann, wie ich mich beim Karneval unter die Leute mische, die Natur Lanzarotes auf mich wirken lasse und was über den typischen Vino Lanzarotegno lerne. Hasta pronto!